Schulte und Max Giermann. Und ich kann nur sagen, recht so, denn unsere vier Ahnungslosen werden auch heute wieder alles improvisieren, alles, was wir von ihnen verlangen. Lass die Spiele beginnen, meine Damen und Herren. Olli und Max. Ja. Ihr spielt jetzt eine Szene in abwechselnd gesprochenen kurzen Sätzen. Die Sätze müssen von A bis Z in der richtigen Reihenfolge stehen. Das heißt, der erste Satz beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C und so weiter, bis wir beim Z sind. Das ist doch eine schöne Idee, bitteschön. Aber was für eine Szene sollen Sie spielen? Da frage ich Sie. Ich frage Sie nach einem Grund für einen Nachbarschaftsstreit. Ein Nachbarschaftsstreit. Maschenwasser und Biotonne. Gartenzwerge, wo waren die Gartenzwerge? Habe ich sie inspiriert? Ich finde das sehr schön. Gartenzwerge. Grund für einen Nachbarschaftsstreit. Das spielt ihr jetzt. Olli und Max, ihr spielt etwas in der Nachbarschaft und es geht um die Gartenzwerge. Und vergesst mir nicht das Alphabet. Abend, Herr Müller. Brettermeier, mein Name. Ich wohne hier schon 5 Jahre. Chaotisch, hier steht noch Müller an der Klingel. Das kann durchaus sein, ja. Es gibt da ein Problem. Finden Sie? Glauben Sie etwa, dass ich es akzeptieren kann, dass Ihr Gartenzwerg auf meinem Grundstück steht? Hatte ich gehofft. Ich rate Ihnen, machen Sie ihn weg. Ja, glauben Sie, ich lasse mich von Ihnen anpacken? Kannst was erleben, du. Leck mich doch sonst wo, du Vogel! Mach ich doch gern, wo denn? Nein, nein! Oh, schade. Patrick, ich darf doch Patrick sagen. Quäl mich nicht, ich hasse diesen Namen. Riech mal an meinem Gartenzwerg. Scheiße, der riecht nach Scheiße. Tut mir leid. Und wie lösen wir jetzt das Problem? Verflixt, ich schmeiß ihn eben weg. Worauf warten Sie? Xanadu war mein Lieblingshit von Olivia Newton-John. Xanadu. Xanadu. Eve. Sie geben Ihrem Zwergen Namen? Zum Spaß schon. Zischen wir ein. Ja.